Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder bei The Turing Test, jetzt im zweiten Part. Und wir sind jetzt schon auf der Raumstation auf der Europe und Tom begleitet uns gerade hier noch, unsere KI aus dem Raumschiff. Ich muss gerade mal gucken, was muss ich machen? Wenn ich Saft darauf... Achso, warte mal, hier kann man doch wieder einen Hebel... Zip. Hat es schon gebracht? Das war's schon. What? Ach so, ich muss das Ding wieder klauen, damit ich dann dort so eine Bubble einsetzen kann. Das heißt, ich nehme dich mit und tausche euch mal aus. So. Zack, rein da. Das müsste es jetzt schon gewesen sein, ne? Phew. Ich finde das System so knuffig. Phew, phew, phew. Und diese Bubble schießen. Noch müssen wir... My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind. Two separate versions. A slave mind running on the satellite and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories, conflicts. Aha, der Tom, der ist natürlich auf der Station, genauso wie EMT auch. Und das sind zwei, kann man bei einer KI von Bewusstsein sprechen? Das ist ja immer so die Frage, ne? Ich nenne es jetzt mal so, damit ihr wisst, was ich meine. Und er meinte, es kommt jetzt schon zu gewissen Konflikten. Na, da würde ich das ja auch nicht unbedingt wissen. Okay, hier ist so eine Bubble, aber wenn ich die rausnehme, dann verschließt sich ja wahrscheinlich wieder die Tür. Und hier könnte sie rein. Was ist denn mit dem Hebel? Es ist eine... Aha. Okay, das war ein bisschen falsch. Machen wir es wieder runter. Hier war auch eine Bubble. Hallo, kann mir mal bitte jemand... Warte. So wird das... Ach so, warte, warte. Obwohl, nee, das geht ja gar nicht, wenn ich jetzt hier den Hebel runter mache. Dann komme ich ja nicht mehr rein. Dann könnte ich aber trotzdem von innen die Bubble nach da schießen. Holy moly. Das ist auch noch so ein Bubble-Ding. Ja, prinzipiell müssen wir ja eigentlich noch schauen, was hier mit der Crew überhaupt passiert ist. Ich muss das Ding irgendwie mitnehmen. Aber ich habe auch keinen Ausgleich. Und jetzt könnte mir das mal bitte jemand... Ihr habt doch alle... Wie soll denn das gehen? Beobachtet mich nicht. Das macht einen ganz irre. Okay, was ist denn, wenn ich das jetzt hier... Natürlich geht das dazu. Ah, warte. Natürlich. Haha. Dann packe ich jetzt die einfach rein, nach oben. Und nehme mir diese mit. Perfekt. Ist eigentlich ganz cool gelöst. Oh oh. Erstmal sollte man schauen, wo muss man denn eigentlich hin? Aha. Na, dann lass mich mal hoch. Und was machst du? Du gehst noch höher. Okay. Hallo. Das wird ganz schön perspektivisch hier gerade. Planetarium. Oh. This is the command center. You can check on the crew status from here. Wow. Oh, wie schön. Touch here. Okay. Hallo? Touch? Touch? Touch mich. Das geht nicht. Wow.
Das muss super in 3D spielbar sein. Oder ich weiß nicht, mit der Hive. Na, was hat man denn hier untersucht? Mikrobiologie. Oh, wir haben hier Audiologs. Stimmt, ich habe, glaube ich, schon Audiologs vergessen. Es tut mir leid. Die waren zu Anfang relativ laut, als ich das erste Mal gehört habe. Ich haltet euch die Ohren. Achtung! Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I'm Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Ist ja der Captain, der heißt also Daniel. Daniel, der Captain, hat eigentlich nur einen Statusbericht so wirklich durchgebracht. Und die reden, glaube ich, immer mit Tom. Na, wir werden mal schauen. Mal gucken, was Audiolog 2 sagt. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Hä, über was haben die denn da gerade gesprochen? It's beautiful, isn't it? Also ist es nicht schön? Und dann... über was haben sie geredet? Und das waren auf jeden Fall Dean... oder Dan. Ich nenne ihn mal Dan. Dan mit irgendeinem anderen. Diesmal nicht mit Tom. Aber die Unterschiede, difference between... was? Mikael, you seem distant. Do I? Yes. Huh? What's wrong? What's wrong, Mikael? Mikael, what's wrong? Are you listening, Mikael? Are you able to hear? Oh, merkwürdig, der Michael, der auch ein Crewmitglied, haben wir auch schon gesehen, in der Kyros-Kapsel, in der Kyrostasis, der, weiß ich nicht, hat sich einfach nicht mehr, hallo, Tom, was ist los, was ist falsch mit dir? Hm. I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. We need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. I'm gonna run out of the necessary resources to continue studying the organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Okay, das ist mir teilweise viel zu schnell. Ganz zu Anfang sagt, ich glaube, das war auch wieder Dan, ne? Aber Dan und Eva, ne? Das hört sich so an, als wären wir das gewesen. Denn er hat mit der ISA gesprochen, ne? Und dann, aber die wissen nicht so wirklich, was damit anzufangen. Ja, was denn? Meinen die dieses Organische, was gefunden wurde? Ist das vielleicht das, was sie meinen? Dieses Organische halt, ne? Shipping Manifest? What? 1A arrived. Europa Control. Und ganz oben? IPP, LND, Now, HRD, arrived. Alles arrived? Alles Europa? Schalt mal weiter. Council. Und das ist dann wieder dasselbe. Okay, gibt nur zwei Umschalttafeln. Und hier, aborted. Mai. Ein paar aborted oder canceled direkt. Und dann alle weiteren auch. Mhm. Whee. Ich will ja touchen. Lass mich doch touchen, Tom. Tom, was ist falsch mit dir? Ashiyama, das wird hier wahrscheinlich die Firma sein, der hier alles gehört. Lost Signal. Das sind die vier, die verschwunden sind. Und dann gibt's noch uns. Soichi. Eva, so sehe ich. Ich sehe so aus. Ich bin
Regensburg. Was? Ich bin eine Deutsche. Ava Turing. Personal Bio, also die Biografie. Ja, Regensburg, Germany. Aber ich bin Amerikanerin. Gut. Ingenieur. Na klar, ich mache einen auf Isaac. Dob wird wahrscheinlich sein, wann ich kyrostarisiert wurde, oder? Current Objective. Investigate Communication Crisis. Und Outstanding Task. Contact für die ISA. Contact Ground Team and Review Fortuna's Diagnostics. Wo ist denn unser... Hier, Captain Daniel McLean. Lunenburg, Kanada. Ist ein Kanadier. 2204? 2211 bin ich. 2200? 2000, das sind 2 Jahre. Hier sind 6 Jahre. Liegen immer ein paar Jahre auseinander. Auch Engineer. Captain. Classified Organism. Was? Terminated? Ja, achso, Doktor. Er ist der Doc. Und, ach, Michael ist der Doc. Okay. Exobiologist. Soichi. Mann. Environment. Reaktor läuft anscheinend stabil. Der Druck, Pressure, Consumables. Oh was, wir haben 600 Tortillas, Alter. Oh, jetzt eine Tortilla. 500 Pakete, also Nudelpakete. 300 verpackte Vakuum Snacks, einfach so Raumsnacks. 400 Kartoffeln. Lettuce ist Salat, 200 Lettuce. Ice Cream Sandwich, was? Mir geht's richtig gut hier. Das ist. Irgendwie finde ich das spannend. Und hier die vier, sie sind halt. Die sind weg. Was ist passiert mit denen? Das müssen wir rausfinden, ganz dringend. Was ist das? Was? Digital Audio Broadcasting. Mann, heutzutage sehen die aber auch echt alle ein bisschen flacher aus. Europe oder Europa Landing Bay. Achso. Sind das die Räume? Base. Status damaged. Ja. Reparatur wird gerade nicht fortgesetzt oder überhaupt angefangen. Oxygen sieht gut aus. CO2, alles genau der gleiche Luftgehalt. Europa Base is built beneath Europa's surface, buried in a Terra Macula's ice. Also direkt in die Eisfront reingefräst quasi. Its modular nature allows to be reconstructed according to the mission's need. It at any time. Okay, da ist die Raumstation. Jetzt gehe ich mal weiter. Fortuna. Fortuna ist die Raumstation. Ja, sie ist halt im Orbit, ne? Longitude, Latitude ist wurscht. The Fortuna is in low orbit around Europa. Oder ich sag mal jetzt einfach Europa. It can house a crew of 12. Also es kann eigentlich 12 Leute halt eben fassen. Itself is a communication and transport link between Earth and Jupiter's surface base. Das ist quasi so eine Art Kommunikationsknotenpunkt. Ich mach mal weiter. Und das ist dieser zweite Planet. Das ist die kleine Europa. Europa? Ach, wir sind um Jupiter. Ach, Europa, der Mond Europa. Natürlich. Wir haben ja noch Io und was es nicht alles gibt für Jupiter. Die hat ja... Jupiter, ich glaube, du hast 3 Monde mindestens, oder? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Also Europa ist einer davon. Ich glaube sogar der größte. Jupiter ist the second largest physical body in our solar system. Ja. Ich glaube Saturn? Nee, Saturn war viel kleiner, oder? It has a large gravitational impact, which stretched and squashed Europa. Also hat einen großen Gravitations... also Impact ist ja eigentlich Aufschlag, also eigentlich... ich denke mal, sie meinen jetzt einfach die Anziehung. This creates geothermal energy inside Europa, a source of great heat. Also von großer Hitze, weil im Innern dieses Kerns
ist halt ja, Geothermal-Energie. The Sessa created a subsurface ocean. Interessant, also Europe ist echt ein interessanter Mond. Natürlich sind wir dann auf dem Jupiter. Aber das weiß man ja vorher auch nicht. Aber jetzt macht's Sinn. Oh Mann, diese Ladeübergänge. Macht einen ganz wuschelig. Errungenschaft, Chapter 1. Spannend, dass sie so eine Vorgeschichte alle haben. Die haben sich das bis ins kleinste Detail ausgedacht. Das macht's gleich richtig sympathisch. Also ich mag sowas unheimlich gern. Oh, warte mal, ich muss noch mal husten. Ich bin leider noch so ein bisschen kränkelig. So, dann mal wieder. Scan me. What condition should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Hä? Also sind unsere Crewmitglieder vermisst? Nicht die anderen vier? Wovon wir... Bei denen wissen wir noch nicht mal die Namen. Also die gerade eben auf der rechten Seite standen, ne? Ganz links waren unsere. Aber ich dachte, die wären in Kyrostasis. Denn sind Daniel, mein Kapitän und so weiter, sind vermisst. Ist immer scheiße, ne? Ist immer richtig scheiße. Oh, warte mal. Komm, lass uns mal den linken Raum hier anschauen. Ah, ja. Ja gut, dann geht das rechts halt auch nicht auf. Wir brauchen zwei Bubble. Mhm. Wenn ich jetzt hier aufmache und den Bubble klau, dann geht sie trotzdem zu. Mann. Das wäre nicht mal doof, ne? Warte. Gib mir die Bubble. Ha. Gemobst. Oder warte mal, vielleicht brauche ich dich doch. Ich werde dich anscheinend noch gebrauchen. Oder warte, kann ich dich nicht auch von hier mopsen? Yay. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Es gibt keinen direkten Weg. Und dann haben sie gerade die, die Base verglichen. Gibt also auch eine Mars-Base. Hm. Welchen Planeten haben die denn mal nicht unter ihre Fittiche? So, das Problem ist jetzt, ich kann dieses Ding hier zum Beispiel in die Hand nehmen, aber ich kann dann nicht die Leiter hoch. Das geht nicht. Das heißt, ich werfe das Ding erstmal hier hin. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen müssen. Wir gucken uns erstmal oben um. Wir haben wieder so einen Magneten. Achso, warte mal, dann könnte ich dich ja vom Magneten holen lassen. Komm mal mit. Er bleibt nur auf seiner Bahn, auf der Schiene. Dann muss ich dir das mal irgendwie zu fressen geben. Hier, friss. Fiung. Nimm das. Kann ich das eigentlich oben wieder abnehmen, oder? Oder eher nicht so. Gib her. Gib. Verdammt. Ja gut, im Springen kann ich es kriegen. Ah ja, immerhin das. Gut, dann musst du jetzt wahrscheinlich mit dem... Hä? Oh, nee, warte mal. Kannst du mir das mal bitte hier auf die Plattform packen? Und kann ich dich ausmachen? Mach dich mal aus. Ich brauche das Ding. Gib's her. Gib's her. Boah, das ist hoch. Krass. Aber ich brauche das Ding für die Tür hier. Warte mal, vielleicht kann ich es jetzt nehmen. Ja, so geht's. Ups. Und noch so ein Teil. Ah, okay.
Ja, ja, ich weiß Bescheid. Komm, nimm mal. Und einmal bitte rüber nach links. Angesaugt. Dankeschön. Ich hoffe, da hinten kann ich mir den greifen. Ja, doch, das sieht gut aus. Gib mal her. Danke. Juhu. Gelöst. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable small artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Okay, es gab mal Probleme mit dem Essen und das hat die Crew dann aber gut hingekriegt. Und sie können jetzt durchaus mit dem Ganzen, was sie halt anbauen, ihr ganzes Leben lang hier, ja, also Essen wäre sozusagen da. Dann lass mich raten. Aha. Jetzt kann ich den aber nicht strapupseln hier. Kann ich mir den von da hinten klauen? Yeah. Warte mal, das war hier der Raum mit... Ja, okay. Oh la la. Erstmal, wo müssen wir hin? Da ist eine Tür mit drei Dingern. Das wird unser Ausgang wohl sein. Gucken wir uns mal unten um. It's a green room. Und das Ding... Hoffentlich kann der das so greifen. Dann wäre das Nummer 2. Oh la la, und wo ist der? Da hinten irgendwo? Wie soll ich denn da rankommen? Grundküchinger. Ah, oh Gott. Ich dachte, ich mach den Magneten. Er ist so abgefahren. Hi. Tschu. Den einen haben wir schon mal. Und sag mir jetzt so bitte, du bist das... Ja, du bist das Ding. Aber du bist nicht an. Du brauchst irgendwie Strom. Wo ist denn deine Energiequelle? Da. Ah. Si, si, senor. So wird doch der Handschuh draus. So, jetzt nehmen wir das mal auf. Sehr gut. Nee, du musst... Oh. Kannst du das bitte noch weitergeben? Ich brauche das Ding hier oben. Wo soll ich den denn abstellen? Da hinten ist auch noch so eine Art Raum. Ich kann ihn... Hier könnte ich ihn hinstellen. Und dann mit der Brücke könnten wir ihn nehmen. Na gut. Okay, dann mal ein bisschen zurück. Ist das so richtig? Na, nur ein Stück. Ja. Danke dir. Nimm es mir erstmal so. Gib her! Dankeschön. Jetzt bringen wir die schon mal rüber. Jetzt müssten wir aber eigentlich auch alle drei haben, ne? Rein da. Jetzt schnappe ich mir das. Und das. Höhö. So langsam läuft's. Wenn man weiß, wie was My funktioniert. Purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Er hat dann mit einer ganz schönen Verantwortung auch. Der ist quasi so Hand und Fuß, sagt er, ne, von der ISA. Dich kann ich gar nicht rausnehmen, ne? Nee, der ist fest, dieser Knoten.
Ich muss irgendwie was klauen, was mopsen. Ah, da, bei den Türen. Wahrscheinlich brauche ich irgendwas Schweres, um da hinten die Plattform runterzudrücken. Ah, ich weiß noch nicht. Oh, hallo? Ja, den kann ich hier klauen, aber den kann ich nochmal wegnehmen. Warte mal, wenn ich jetzt schon hier oben bin, dann hole ich mir jetzt auch nochmal... Nee, das geht nicht. Der muss drinnen bleiben. Verdammt. Wahrscheinlich. Warum gibt es denn dann die Druckplatte, wenn ich hier... Ey, was? Okay. Ah, hallo. Die Druckplatte brauchen wir doch dann gar nicht. Na gut. Ich gehe dann mal. Wow, es ist dunkel. Tschüss, Raum. Wahrscheinlich brauche ich ihn doch nochmal, ne? Ach, verdammt! Ich habe es mir irgendwie schon gedacht. Das heißt, ich muss hier nochmal zwei nach oben bringen. Was? Soll ich das denn machen? Komm mal mit. Und mit dem könnte ich quasi auch unten stehen lassen. Was passiert eigentlich? Warte mal. Nee, ich kann das Ding da unten auch nicht mehr füttern. Und den kann ich nicht klauen, da bin ich eingesperrt. Oh Mann, ich muss den aber mitnehmen. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte. Ist das Ding vielleicht schwer genug? Das Ding ist schwer genug. Dann könnte ich mir den... Könnte ich hier das Ding rausfriemeln. Okay. Aber das Teil halt nicht. Wie soll ich denn das denn noch mitnehmen? Gib mal her. Ja, das Problem ist, ich komme jetzt nicht an den ran. Oben habe ich zwei. In dem Raum ist auch nichts mehr. Diese Seite ist jetzt komplett zu. Wir haben ja denn nur noch eins. Oder kann ich... Warte mal. Warte. Kann ich mir die einfach klauen? Och nee, dann hätte ich das ja gleich lösen können. Oh Mann. Braucht man die Platte ja wirklich nicht. Die will einen verwirren. How does the eye say no, you're gonna make the right decisions here, when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth, running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Ja gut, okay, der Rest erklärt sich von selbst, warum wir das mit dem Biologischen nicht so auf lange Sicht und Dauer nicht so klappt. Aber er sagt, er hat noch einen Zwilling auf der Erde, der heißt Michael. Warum auch immer, er hat ja wenigstens T-O-M, also Tom. Und an Michael wird das erste immer getestet, soweit ihr könnt mich immer korrigieren, ne? Wie gesagt, mein Englisch ist schlecht. Er sagt, er kriegt dann immer die Updates, die dann Michael hat schon getestet bekommt vorher, ne? Was denn auch gar nicht so blöd ist. Warte mal, jetzt habe ich dieses Ding dort drin. Ist das so clever? Was ist da eigentlich? Jetzt müssen wir uns wieder umschauen. Wahrscheinlich geht es hier raus. Achso. Dann kann ich sie hier raus klauen. Okay. Lass mich mal reingucken.
Und dann ist diese Tür zu. Ach, leck mal doch der Füß. Warte mal. Wir brauchen hier eine Bubble drinne. Ja, okay. Den kann ich beide mir holen. Gib mir mal nochmal dieses Ding hier. Wir machen erstmal den Raum da drüben. So. Und einmal bitte die Bubble. Und zwar da drin. Das Teil nehmen wir mit. Einmal hoch. Oh. So. Thank you very much. Du kommst dahin. Einmal auf das Fenster umlenken und klauen. Yes. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Der Raum ist jetzt zu. Aber wir haben alles, was wir brauchen. Hier werde ich mal die Kugel reinhauen. Oh, oder geht's da weiter? Wahrscheinlich geht's hier weiter, ne? Und das ist nur so ein normaler Raum. Da kommen wir mit. Und wir brauchen noch das andere. Ach so. Ist keine Bubble, muss sie tragen, Jolle. Natürlich. Dann kann ich die aber wenigstens von unten mir gleich schnappen. Dann haben wir zwei hier oben. Warte. Schlupp, aufgesaugt. Schlurf. Okay, einfach genommen. Brauche ich das denn dann überhaupt noch? Ah, jetzt habe ich das. Obwohl. Kann ich mir auch schnappen. Hätte ich jetzt den Raum gebraucht da rechts? Ich glaube nicht, oder? Oh nee, das ist schon wieder so ein Verarscheraum. Gibt mir noch eh wieder keine Bubbles. Oh was? 32 Minuten aufgenommen, Leute. Ich muss los. Boah, voll die Zeit vergessen. Aber macht Spaß. Ist halt so ein bisschen wie Portal, ne? Und das gucken wir uns nächstes Mal an. Bin schon ganz aufgeregt. Gut, ihr Lieben. Wir sehen uns dann bei The Turing Test das nächste Mal. Ja, macht euch noch ein paar schöne Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss.